Wer bin ich? Wohl die ultimative Frage, die man sich stellen kann. Wer bin ich gewesen in meinem früheren Leben? Möglicherweise ein Weg, wo man Antworten könnte finden, wo einem Antworten gibt auf die allererste Frage, auf die Kardinalsfrage, wer bin ich? Das Thema heute Abend, herzlich willkommen zum Tagtäglich, ist eins, wo Neugier weckt, wo vielleicht auch Skepsis erzeugt. Es geht um Rückführung eben in ein Vorleben. Ob Sie da glauben oder nicht daran glauben, interessant ist es, weil wir haben heute jemanden zu Gast bei uns im Tagtäglich, wo europaweit als anerkannte, versierte Rückführungstherapeutin gilt. Sie ist Schweizerin, lebt in Salzburg, ist dort auch an der Uni tätig, heute live im Tagtäglich, Ursula de Marmels. Guten Abend, Frau de Marmels. Guten Abend. Ich komme gerade direkt rein. Ja, heute sind Sie Rückführungstherapeutin unter anderem. Was sind Sie denn in Ihrem früheren Leben? Es kommt darauf an, in welchem. Also Sie haben eine ganze Reihe, die Ihnen bewusst ist. Eine ganze Reihe von meinen früheren Leben. Das letzte frühere Leben? Das behalte ich für mich. Ist es ein bisschen heikel? Es ist sehr persönlich. Sehr persönlich. Es ist grundsätzlich sehr persönlich, wenn man über sein eigenes Leben redet und über allfällige Vorleben auch. Können Sie denn eine Person, wo Sie gewesen sind, in anderen früheren Leben uns da klar machen? Ich kann einfach klar machen, dass man sowohl männlich ist als weiblich, dass man sich in verschiedenen Kulturen lebt, in verschiedenen sozialen Gegebenheiten, reich, arm, schön, hässlich, gesund, krank, in Kriegszeiten, in Friedenszeiten, also dass es verschiedenste Herausforderungen gibt an jeden Einzelnen über den langen Zyklus von der Wiedergeburt. Man kann sich grundsätzlich die Frage stellen, warum soll man denn wissen, wählen, ob und wie man in einem früheren Leben gelebt hat? Da gibt es natürlich sehr gute Gründe. Also die einen, außer jetzt der Neugier, die wahrscheinlich jeder hat es mir schon mal gegeben, wenn als was, kann man sehr viel profitieren. Es gibt Sachen, die man noch nicht ins Hand gebracht hat, wo man weiss, was weiß ich, Menschen sind vielleicht total immer eifersüchtig gewesen, immer Kopf ab und Rivalität. Und wo wissen, wenn sie das sehen, im Vorleben, in diesem Leben rollen keine Köpfe, aber vielleicht was an der Zeit einfach mit Teamgeist, Toleranz zu entwickeln oder auch Gaben, die man hatte, vielleicht Selbstwert, Durchsetzungsvermögen und vielleicht ist man im heutigen Leben ein kleines, schüchtes Müsli und merkt, ich darf mehr zu mir selber stehen, zu meinen Werten. Muss man da nicht ein bisschen aufpassen, wenn man dann so Kriterien hat, dass man dann nicht sehr schnell sich verleiten lässt und sagt, aufgrund von gewisser Verhaltensweise vom Menschen von heute, dass man dann auf ein früheres Leben flüsst, wenn jemand heute schwer hat, also dann vielleicht muss büßen für etwas von früher. Nein, also so etwas gibt es nicht. Und so eins zu eins gibt es auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Sondern es hat jedes Leben seine Herausforderungen, hat seine Möglichkeiten, ist im Einklang mit der Seele, was man sich genommen hat als Herausforderung, um zu wachsen, um sich zu entwickeln, um seine Seelenqualitäten, das sind Güte, Liebe, Kreativität, Freude für sich und für die Mitmenschen, für dich, für die Natur, auf die Erde zu bringen. Es geht immer um ein harmonisches Miteinander unter verschiedenen Voraussetzungen. Arme Eltern, reiche Eltern, gar keine Eltern, die noch leben und so weiter. Sie haben verschiedene Bücher geschrieben. Das, was man sagen kann, ist mehr oder weniger ein Buch zu unserer Sendung. Ist das da? Wer war ich im Vorleben? Das Buch von Ihnen, wo Sie auch erklären, wie Sie arbeiten, was Rückführung ist. Dann gibt es noch ein zweites, das ich später noch vorstellen werde. Ja, wie wird man denn Rückführungstherapeutin? Was muss man da lernen? Das kann ganz verschieden sein. Also ich habe sehr umfassende Ausbildung genossen in der Schweiz, in Deutschland, vor allem in Amerika. Also was mir am meisten sicher prägt, ist die Ausbildung, die ich machen durfte, wie ich ausgewählt worden bin, dass ich Kriterien erfüllt habe beim Dr. Michael Newton. Das ist wahrscheinlich sicher der berühmteste spirituelle Rückführungstherapeut der Welt. Wo kann man denn das lernen? Also eben, Sie haben gesagt, dass Sie offenbar der Experte, aber Sie haben auch gesagt, in der Schweiz sagen Sie auch noch. Ja, aber so einzige Sache, also für Hypnose halt, für Entspannungstechniken. Und das Wichtigste, würde ich sagen, habe ich gelernt in Amerika. Also wo man einfach dort ist ein System, wo man über den Tod rausgeht, wo man nicht aufhört am Tod, sondern wo man den Klient führt über den Tod raus und dann noch ein Stück in die spirituelle Welt hinein, wo sich als Seele, als göttliche Seele erlebt. Hypnose ist auch so ein Stichwort, das auch Neugier natürlich auslöst, auch Skepsis oder sogar Besorgnis, wenn nicht sogar Angst. Wie kann man seriös Hypnose lehren?
Also ich würde mal sagen, das, was man hier braucht für eine spirituelle Rückführung, das ist eine Hypnose, ich würde es als Trance-Zustand, als leichte Trance, würde ich es beschreiben. Also der Klient ist sozusagen in, bei vollem Bewusstsein, bis zu einem gewissen Grad könnte er abbrechen, unterbrechen, es geschieht nicht heimlich, nicht hinter seinem Rücken. Also es ist ein Prozess in der Eigenverantwortung, wo man jetzt nicht Angst haben muss. Man gibt sozusagen den Willen ab. Mhm. Und da gibt es verschiedene Ausbildungen. Meine Ausbildung liegt 25 Jahre her. Also was heute abgeraten ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie ich mache das schon zu einer Zeit, wo es noch die sogenannten Schulen noch gar nicht gegeben hat. Wo man noch suchen musste, um einen Meister zu finden, der einem das beigebracht hat, die Sache. Was oder wer garantiert denn, dass so eine sogenannte Rückführung, wo ja für den Klient oder die Klientin, die das macht, doch womöglich ein Einschnitt kann sie im Leben, dass das auch authentisch ist, dass das, ja, ich lasse das Wort nochmal fallen, seriös ist, dass man da vertrauen kann. Mhm. Also es ist am eigenen, was man erlebt. Ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht sagen als Rückführungstherapeut, dass wenn ich zum Beispiel für das Fernsehen arbeite, habe ich ein ganzes Team von Historikern, die nachher die Aussagen, die der Klient gemacht hat, in Trance überprüfen auf Verifizierbarkeit. Also dort geht es darum, dass wir etwas finden, was er gesagt hat, wo wir nachher finden vor Ort, wo wir anreisen können. Das ist ja quasi wie ein Beweis. Wie ein Beweis. Brauchen das oder verlangen das denn die Klienten? Nein, also wenn man private Rückführung macht, vieles kann man nicht beweisen. Vielleicht hat man ein Leben gehabt für eine Alp, zwei Geisen und eine Kuh. Und es war ein total erfüllendes Leben, das man gelernt hat, für die zu sorgen, in der Natur, in Harmonie zu sein, in der Stille. Da findest du nichts mehr. Aber wie merken Sie, dass jemand Ihnen vielleicht nicht auch einfach eine Geschichte erzählt, die man jetzt gerade findet? Und dann finde ich, das wäre mein Traumleben gewesen, früher, ich erzähle das mal. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu überprüfen. Also eine als Beispiel, man geht sehr schnell in der Zeit hin und her. Also wenn jemand so im Anschluss permanent könnte fantasieren, dann wäre er ein Genie. Mhm. Also, und da gibt es viele Sachen, wo man das überprüfen kann. Und es kommt sicher niemand, der einfach kommt, um eine Geschichte zu erzählen, warum sollte er. Aber wenn es so war, oder wenn ich manchmal vielleicht das Gefühl hatte, das wäre ein Wunschtraum, lasse ich mir den Wunsch erzählen, wie das Erich, dass jemand seinen Wunsch hat, das, was er gerne hat. Und dann vertiefe ich die Trance und gehe noch einmal weiter. Sie haben es erwähnt, Sie arbeiten mit Fernsehen zusammen, nicht mit irgendeinem Fernsehen, sondern mit RT. Da hat es einen Pilot gegeben, wo man das auch nachvollziehen konnte, wie sie arbeiten. Und mit zwei Probanden, hat man es damals genannt. Und es soll eine grosse Serie dann stattfinden, das nächste Jahr. Zum Teil sind sie mit in der Produktion drin. Sehr eine aufwendige Sendung. Man wird ganz kurz in einen Ausschnitt schauen, wo der Bodo, einer von den beiden Klienten oder Probanden, die sich zur Verfügung gestellt haben, mit in dieser Rückführung drin ist. Fernsehen ist ja grundsätzlich Inszenierung. Und natürlich bei so einem Thema will man ja eben auch, das, was Sie vorhin erklärt haben von den Historikern, dass die eigentlich diesen Aussagen nachgehen, muss man das ja inszenieren. Man muss entsprechende Bilder ja dann auch bringen. Laufen Sie denn da jetzt nicht ein bisschen in Gefahr, Frau de Marmis, dass man da sagt, ja, aber womöglich ist das alles inszeniert? Also gerade in diesem Fall absolut nicht. Ich habe sehr viel gemacht fürs Fernsehen die letzten vier Jahre, für verschiedene Sender. Und das ist ein so harter Job, also vor allem eine Rückführung zu machen, wo man einen Menschen wirklich von allen Seiten, bis man eine Jahreszahl hat, bis man ein Land hat, bis man die verifizierbaren Fakten hat. Das ist doch auch ein Druck da. Ich meine, das ist für eine Fernsehsendung, da ist man ja fast aber zum Erfolg verpflichtet. Wir suchen so lange, bis wir etwas haben, oder? Bis es etwas ist, wo wir wirklich auch wenn es haben. Also wir haben einen sehr hohen ethischen Anspruch. Wir sagen, was heisst das denn, nicht, einen höheren ethischen Anspruch? Also wenn jetzt, was weiß ich, jemand sieht sich im Vorleben, wo kleine Kinder vergewaltigt hat oder so etwas. Kommt das würde mir nicht zeigen. Also haben Sie, kennen Sie das aus Ihrer Praxis? Ja. Und solches würde mir nicht zeigen. Also wir zeigen Fälle, wo wir wissen, damit kann der Klient nachher auch raustreten. Das dürfen wir veröffentlichen, das dürfen wir zeigen. Jeder hat das Recht, sagt, ich will nicht, dass Teil gezeigt wird oder dass das Leben gezeigt wird. Dann suchen wir halt weiter nach einem anderen Leben oder mit jemandem anderen. Ganz kurz jetzt zu Ihrer praktischen Tätigkeit, losgelöst vom Fernsehen, kommt dann nochmal das Fernsehen zurück. Wenn es etwas, sich ergibt, dass eine Rückführung in ein Leben jetzt gemacht wird, wo der Klient oder die Klientin feststellt, dass das Leben nicht gut war, dass er ein Massenmörder war oder sie irgendwie ein Kind umgebracht hat. Ich nenne jetzt ganz schlimme Beispiele. Was machen Sie denn? Also so wie ich arbeite, überlasse ich es immer zum einen der spirituellen Welt, das Leben auszusuchen, wofür der Klient im heutigen Leben von positivem Nutzen ist. Da gibt es keine Irrtümer. Und wenn jetzt etwas kommt, das so heftig ist, dann zum einen gehe ich dann über den Tod raus, wo jetzt der Klient, das ist die wichtigste Passage eigentlich, zusammen
mit einem, ich nenne es Seelenfeiern, mit einer höheren spirituellen Schutzengel, kann man es nehmen, Instanz, jetzt nochmal das Leben anschaut, was habe ich gut gemacht, weniger gut gemacht, was kann ich daraus lernen und was kann ich daraus lernen für mein heutiges Leben. Und da gibt es dann zum Beispiel Sachen wie, was weiß ich, jemand sieht sich als Krieger, ist stolz, hat die Köpfe sind geholt, die auch gesehen sind viele gestorben und so. Und dann sieht er, das habe ich mir aber nicht vorgenommen, ich eigentlich wollte mich für friedliche Lösungen einsetzen und sieht im heutigen Leben, weiss ich jetzt vielleicht, wo ich mich so für einen Frieden engagiere, wo mir das so wichtig ist und wo mich so ein Harmoniebedürfnis hat. Oder es sieht jemand, ich bin auch heute noch nicht gerade so sanftmütig gestört, für ein Team gut. Ich müsste mir noch an mir arbeiten, dass ich wirklich das, die Emotionen oder das, einfach das Ellbogen da sein kann, für einen Teamgeist, für ein höheres Ganze einfach einordnen in einer guten Weise. Also man hat da immer einen positiven Nutzen. Gerade wenn so etwas Furchtbares passiert ist, das ist ja ein Mensch drin, ob ihm das bewusst ist oder nicht, das leitet ihn ja. Das ist ja eine Intention, wo, wenn ein roter Faden durchs Leben durchläuft. Und je bewusster uns das ist, desto bewusster können wir auch damit umgehen und davon profitieren.